Und dann gibt's noch die anderen Schüler. Ja, die, die den extravaganteren Weg in die Schule bevorzugen. Wow. Ja, und für sie dreht sich alles nur um den großen Auftritt. Keine Fahrradtour für diese Mädchen. Das würde ja schließlich total ihre Frisur ruinieren, stimmt's? Ja, man braucht keine Brille, um zu sehen, dass Lana zu den reichen Schülern gehört. Wie kann die sich einen Fahrer leisten? Das muss schön sein. Aber egal, wie viel Geld du hast, wir sind alle nur Schüler, die versuchen, pünktlich zum Unterricht zu kommen. Die Queen? Das bin natürlich ich. Stift? Natürlich, Miss Bella. Ach, als ob jemand gegen mich antreten würde. Die können mich auch gleich krönen. Komm. Oh, ist die Bluse aus Gold? Was? Oh, ich wäre eine fantastische Königin. Ich trage meinen Namen ein. Komm schon. Oh. Ich weiß. Mach doch nichts, wenn ich mir was von der Tinte nehme, oder? Klappt wunderbar. Aufgepasst, Welt. Jetzt bin ich dran. Als nächstes hier. Ha, wieder gewonnen. Hey, Liebling. Was machst du? Hi, Papa. Ich spiele nur. Braves Mädchen. Stift und Papier? Nicht in diesem Haus. Hier für dich. Oh, noch eine VR-Brille. Toll. Ist sie nicht süß, wie sie da spielt? Mal sehen, was so in der Zeitung steht. Wow. Nimm das und das. Ha, erwischt. Sie scheint Spaß zu haben. Hey, pass auf! Das war knapp. Komm her! Ich war noch nicht fertig. Halt! Pass doch auf! Stopp! Das ist ein Meisterwerk aus der Renaissance. Pass bitte auf. Gefangen. Das war cool. Fast wie echt. Das kannst du laut sagen. Was ist denn hier passiert? Ich habe wohl etwas übertrieben. Wenigstens hattest du Spaß. Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Tag vorbei ist. Warum sind die so verheddert? Ich bekomme sie nicht auseinander. Oh, da ist Annie. Zeit für etwas Musik. Eins und zwei. Sie fühlt sich so cool mit ihren AirPods. Ja, ich liebe dieses Lied. Das werde ich richtig aufdrehen. Auch noch Kopfhörer? Dieser Song ist der beste! Okay, das ist genug. Das ist einfach nicht fair. Willkommen in unserer Boutique. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Oh, das Kleid wird dann hier absolut hinreißend aussehen. Ja, gut. Ich nehm's. Ich brauche auch noch ein kurzes Kleid. Dieses auch. Was noch? Weißt du was? Warum Zeit verschwenden? Ich nehme einfach alles. Das war's. Pack's einfach ein, bitte. Ich frag mich, was die hier sonst noch so haben. Oh, das könnte mir gefallen. Ich nehme das und das und das auch. Oh gut, da bist du ja mit meinen Taschen. Ich bin da mal weg. Eigentlich... Dein Outfit ist ja auch sehr süß. Ja, das nehme ich auch. Danke, bitte komm bald wieder. Hä? Was ist mit meinen Klamotten passiert? Oh ja, ich habe einen Euro. Zeit zum Shoppen. Oh, was ist denn da drüben? Oh, ein Wühltisch voll Kleidung. Ich werde da bestimmt was für mich finden. Ich liebe Shopping. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, sorry, ich leg das Zeug zurück.
Oh, schau dir dieses süße T-Shirt an. Oh, und das hier auch. Ich liebe Rot. Aber welches nehme ich bloß? Ja, ich habe nur 1 Euro, also ich kann nur 1 kaufen. Naja, Rot soll es sein. Ja, ein neues T-Shirt. Ich liebe es, neue Kleidung in der Schule zu tragen. Hey, Annie. Schau dir mein neues Shirt an. Wie findest du es? Ja, das sieht aus, als hättest du es in einem Euroladen gekauft. Ach, warte, du hast es im Euroladen gekauft. Wie lustig. Was denn? Was ist denn so lustig? Oh nee, ich habe das Preisschild dran gelassen. Das muss ich wegmachen, bevor es noch jemand sieht. Und das Etikett ist weg. Jetzt wird niemand mehr wissen, wie viel es gekostet hat. Machst du Witze? Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Warum lachst du denn immer noch über mich? Ja, du hast gerade ein riesiges Loch in dein neues 1-Euro-Shirt geschnitten. Oh Mann, jetzt muss ich das abdecken. Komm her, Pulli. Es sind nun wieder nur du und ich. Ist das mein Test? Oh, ich wusste, dass ich es drauf habe. Mama wird so stolz sein. Und da wusste ich, ich würde die Klassenbeste sein. Hä? Oh, das kann doch nicht sein. Boah, ich werde sowas von Hausarrest bekommen. Schau dir das an. Du weißt, was das bedeutet. Ach Mann, ihre Schuhe versauen die Bühne. Was für eine Intelligenzbestie. Okay, das ist wirklich übel. Nee. Lernen zahlt sich aus. Was ist mit dir? Haha, ja, eine Sekunde. Ich kann nur nicht zugeben, dass ich versagt habe. Was sei denn, das ist es. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Kreativität. Klebe Tape über die 6. Drücke es an, damit es schön flach ist. Dann zieh das Tape schnell ab. Zeit, die 6 zu korrigieren. Ja, das ist besser. Keine Angst mehr, das zu zeigen. Hey, Annie. Ich habe auch eine 1 bekommen, siehst du? Oh, super. Wir werden die Abschlussrednerin. Entschuldigung, bist du Jennifer? Du kommst mit uns. Ich wusste, ich hätte nicht lügen dürfen. Ich muss das wieder ändern. Willkommen zurück, blöde 6. Oh, das war knapp. Jetzt ist meine Chance. Überraschungsangriff. Oh, mein Kleid. Es ist gerissen. Ernsthaft? Oh, das ist die Strafe für deinen hinterhältigen Angriff. Puh, ist mir doch egal. Oh, ich liebe Geld. Es ist das absolut Beste. Hey, hey, siehst gut aus. Du brauchst nicht traurig zu sein über ein zerrissenes Kleid, wenn du Geld hast. Was zum Henker? Als ob du noch mehr Geld bräuchtest. Zeit, mein Garderobenproblem zu lösen. Denke an alle meine Fans. Ich schätze eure Liebe. Jetzt hast du ein Geldkleid. Auf keinen Fall ist das, was ich habe, so unglaublich. Niemals. Ich habe auch einen Haufen Geld bekommen. Ja, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin... Oh. Das ist Spielgeld. Das ist ja gar nicht echt. Ich glaube, das ist Süßigkeitengeld. Ja, ist es. Und es schmeckt großartig. Naja, wenn es schon nicht echt ist, dann ist es wenigstens essbar. Und weißt du was? Nutella wird es noch besser machen. Oh, ich liebe das. So dick und cremig. Das ist die perfekteste Nutella-Schicht, die ich je gesehen habe. Du kannst sogar ein Geld-Nutella-Sandwich machen. Oh, ich habe noch nie ein Geld-Sandwich gegessen. Warte, du kannst mein Geld haben, wenn ich deins bekomme. Klar, das geht. Ich bin endlich reich.